Im heutigen Markeflüster geht es um das Coronavirus und Zombiefirmen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist ja schon historisch, was passiert heute an den Märkten. Dazu gleich mal mehr. Aber was meine ich mit dem Coronavirus und den Zombiefirmen? Ich hatte vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten genauer gesagt einen Artikel geschrieben. Da war die Pleite von Thomas Cook gerade passiert. Mit der Fragestellung, ist das der Beginn einer Pleitewelle von Zombiefirmen? Zombiefirmen wiederum, das sind Unternehmen, die nicht mal ihre Kreditkosten verdienen, die sich also gerade so über Wasser halten, weil die Zinsen auf Null sind, weil man praktisch für Geld nichts bezahlen muss. Damals schrieb ich, dass die Zombiefirmen für Volkswirtschaften eben sehr, sehr schädlich sind, weil sie praktisch Kapital und Menschen binden, die anderswo produktiver eingesetzt werden, denn diese Zombiefirmen sind ziemlich unproduktiv. Und damit unterbleibt das, was der Wirtschaftswissenschaftler Schumpeter als kreative Zerstörung bezeichnet hat, dass also die Firmen untergehen, die nicht produktiv sind. Das ist tragisch für die Betroffenen, aber übergeordnet eben gut für eine Volkswirtschaft, wenn die Schwachen ausgemändelt werden, die Starken sich durchsetzen. Damit die Ressourcen eben in diejenigen Firmen fließen, die gute Geschäftsmodelle haben, statt dass das Kapital und die Menschen in die Firmen investiert wird, die keine guten Geschäftsmodelle haben. Und heute sehen wir an den Märkten starke Bewegungen, gerade bei diesen Zombie-Firmen, wenn man so will. Schauen Sie sich mal hier diese Geschichte an, HYG, das ist das maßgebliche ETF auf Junk Bonds. Junk Bonds wiederum sind Firmen mit schwacher Bonität, die Anleihen vergeben haben. Und hier sehen wir den größten Anstieg seit 2016. Und wir sind jetzt insgesamt bei diesen Junkbonds, was die Risikoprämien, die Spreads also zu Staatsanleihen betrifft, so stark gestiegen wie zuletzt Ende 2018, damals im Dezember, ja auch dieser extrem starke Abverkauf. Heute ein historischer Tag. Ich hatte es vorhin gesagt. Und schauen wir uns mal hier zum Beispiel, was an der Anleihenfront passiert ist. Wir sehen heute den größten Fall der Rendite etwa bei US-Staatsanleihen seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2009. In den letzten Tagen insgesamt sehen wir die größten Bewegungen, den größten Fall der Rendite seit dem Jahr 1953, damals der Koreakrieg. Damals fürchtete man einen Weltkrieg, dass aus diesem Koreakrieg, dass der zu einem Weltkrieg eskalieren könnte. Und wir sehen, dass tatsächlich eben auch hier die Wirtschaft doch arge Probleme hat. Der sogenannte Bulk Shipping oder das Bulk Shipping nach China ist am Kollabieren. Insgesamt scheint sich so eine Art Entglobalisierung hier mehr und mehr abzuzeichnen. Hier ein Artikel etwa aus dem Manager Magazin, wo Gabriel Felbermayr, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sagt, ja, so wie beim Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers, würden Unternehmen nun auch die Risiken des Produktionssystems kennenlernen. Damals waren sie plötzlich überrascht von den Risiken im Finanzsystem. Jetzt erkennt man, dass das Produktionssystem eine Schwierigkeit hat oder Probleme hat. Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich gucken, wie sie ihre Lagerbestände managen, wie sie ihre Produktion umstellen können, um einfach nicht abhängig zu sein von Entwicklungen ganz woanders, die man nicht beeinflussen kann. Pardon, also das ist schon jetzt wirklich ein Thema. Insgesamt sehen wir, dass sich das Investitionsklima massiv verschlechtert hat in den letzten Tagen. Hier von JP Morgan, der sogenannte Global Capital Expenditure, also Investitionen. Hier sehen wir, wie das in den letzten Tagen völlig kollabiert ist. Die Leute, die Firmen werden vorsichtig, halten ihr Geld zurück. Wir sehen, dass hier Gelder abgezogen werden, etwa auch selbst aus Investment-Grade-Bonds, also aus den Bonds, die praktisch für professionelle Anleger noch kaufbar sind aufgrund der Regularien, aber die Hälfte dieser Investment-Grade-Bonds sind sogenannte Triple-B-Bonds, die stehen also eine Stufe vor Junk, eine Stufe vor einer Ramsch-Einstufung, wenn man so will, so wie kürzlich Kraft Heinz, eine Firma, bei der Warren Buffett maßgeblich Anteile hält, abgestuft wurde von Triple-B auf eben Junk, und das könnte sozusagen eine ganze Welle jetzt auslösen, denn diese Firmen, die sich gerade so über Wasser halten, die haben natürlich jetzt ein Liquiditätsproblem, denen gehen Aufträge flöten, die kriegen keine Kredite mehr, weil eben jetzt alle sagen, Mensch, die Geschichte, die wird mir zu heiß. Wir sehen das hier, wie sich die Finanzkonditionen in den letzten Tagen so stark verschlechtert haben. Mithin sitzen also die Kredite nicht mehr locker, wie seit der Finanzkrise nicht mehr ebenso. Der VIX jetzt auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise, auch das also
in jeder Hinsicht wieder einmal historisch. Was haben wir noch? Wir sehen hier zum Beispiel New York Advanced Declines, also die Aktien, die steigen an der New Yorker Börse. Jetzt mit dem drittniedrigsten Wert in den letzten 30 Jahren. Wir haben jetzt in den letzten 5 Handelstagen immer mindestens Bewegungen von 2,8% gehabt. Das gab es nicht mal in der Finanzkrise, sondern zuletzt im Oktober 1987, damals ja auch dieser massive Crash, der hier zu verzeichnen war. Also da ist einiges am Machen und wir sehen vor allem hier die europäischen Banken, die ja viel an solche Zombie-Firmen Kredite vergeben haben. Und jetzt ist die Frage, sind diese Kredite wieder einbringbar? Ist das etwa so, dass diese Kredite ausfallen? Es gibt schon Überlegungen möglicherweise, dass die EZB verfügt, dass Kredite erstmal nicht zurückgezahlt werden müssen, dass sie den Banken erlaubt, Mensch, ihr könnt jetzt erstmal darauf verzichten, diese Kredite annehmen zu oder wieder einfordern zu müssen. All das sind Dinge, die natürlich auch eine gewisse historische Dimension hätten, wenn das passiert. James Bullard, der St. Louis Fed-Chef, hat gesagt, ja, das Vertrauen in die Notenbanken scheint zu erodieren. Und da hat er natürlich einen Punkt, denn es ist schlichtweg so, die Fed hat ja 0,5% gesenkt und trotzdem ist nach wie vor eine gewisse Panik am Markt, wie wir am Anleihemarkt sehen. Möglicherweise hat es da ein paar Hedgefonds erwischt mit Positionen, wissen wir nicht. Jedenfalls ist es eben so, dass das Coronavirus vielleicht so eine Art Margin Call ist für eben diese Zombie-Firmen in einer Welt, die überschuldet ist. Vor allem viele, viele Unternehmen sind maßlos überschuldet. Und jetzt kommt eine solche Situation. Das, was die Notenbanken ermöglicht haben, nämlich, dass diese Zombie-Firmen überleben, weiterleben können, das könnte jetzt das Coronavirus sozusagen bereinigen und damit die kreative Zerstörung im Sinne von Schumpeter wieder in die Tat umsetzen. Das ist vielleicht das, was derzeit interessant und bemerkenswert ist. Schauen wir uns insgesamt mal die Lage an den Märkten an. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones. Der versucht jetzt hier zu drehen. 25.700 Punkte um und bei. Wir sehen diese starken Bewegungen, die Charts von Capital.com. Wir sehen den S&P 500 bei 2.955 hier aktuell. Der DAX hält sich jetzt im Bereich 11.562 Punkten. Wir haben auch eine unglaubliche Flucht aus dem Dollar gesehen bis vorhin. Da waren wir im Euro-Dollar über der 1.1350er Marke. Wir sind kürzlich, wenn wir uns das mal im Chart anschauen, vielleicht mal auf Tagesbasis. Und da sind wir ja kürzlich noch unter der 1.08 gewesen. Jahrelang war der Devisenmarkt wie paralysiert, da ist überhaupt nichts passiert. Jetzt kommen plötzlich solche Bewegungen, impulsiven Bewegungen. Gold konnte profitieren, schon in Richtung 1.700 unterwegs gewesen. Und Öl, Crude Oil, mit dem heftigsten Tagesverlust seit 4 Jahren, weil die OPEC sich nicht einigen kann. Russland spielt nicht mit und das ist sozusagen jetzt natürlich ein Drama, neben dem durch das Coronavirus verursachten Nachfrageproblem. Also, historischer Tag, man kann es nicht anders sagen. Vielleicht der Margin Call für die Zombie-Firmen. Da muss jetzt was passieren. Nächste Woche die Fed-Sitzung und die EZB-Sitzung. Die Erwartungen sind gigantisch. Mindestens 0,5%. So die Erwartung der Marktteilnehmer, muss die Fed die Zinsen senken. Das ist schon eine Menge Holz und die EZB sitzt eh in der Patsche, kann eigentlich nichts mehr tun. Tut man zu viel, überspannt man den Bogen, kann das wieder zurückschlagen. Tut man zu wenig, werden die Enttäuschungen erwartet. Mohamed El-Arian hat heute gesagt, die ist in einer Lose-Lose-Situation. Immerhin die Fed hat noch ein bisschen Pulver, aber eben auch nicht allzu viel, um diesen Margin Call abzuwenden. Wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.